Hallo und herzlich willkommen zurück. Und ja, ich glaube, ich werde jetzt erstmal hier runterhüpfen. Oder auch nicht. Die Bediensteten mieden ihn, dennoch wusste er, dass sie da waren. Sie rochen alle nach Gewürzwein. Ein geheimnisvoller Duft von Nelken und Salbei lag in der Luft. Die Bediensteten von Alexander? Oder was? Ach so. Hier ist sehr viel Licht an, das macht mich nervös. Morgenraum. Denn da? Was? Help me. Is he safe? Well, it's for his own good. Verlaufe ich mich ja richtig doll. Sooner we'll be ready. Let there be enough time. Of August 1839. I have arrived at the village of Altstadt. It's a haven in the midst of a vast forest and the last stop before my final destination, Castle Brennenburg. It's late in the evening and the outrider, who has been with the coach since Bremen, advised me to wait until morning before I venture further. I've arranged for a bed at Der Müller, the village's only inn, and am now waiting for the sun to rise. I try to sleep. But as I close my eyes, I see the men who fell victim in London. My fear and shame forces me to witness the same scenes over and over. They are dead because of me. Okay. Daniels Tagebuch Brennenburg, Teil 1 von 3. 2. August 1839.
Ich bin in dem Dörfchen Altstadt angekommen. Es ist ein sicheres Fleckchen inmitten eines weiten Waldes und es ist der letzte Halt vor meinem Ziel, Schloss Brennenburg. Es ist spät am Abend und der Vorreiter, der seit Bremen die Kutsche begleitet, riet mir, mit der Weiterreise bis morgen zu warten. Ja, von dem haben wir ja schon gehört, wegen den Kurzgeschichten. Ich bin heute Nacht in der Mühle untergekommen, dem einzigen Gasthaus der Stadt. Und ich warte jetzt auf den Anbruch des Tages. Ich versuche zu schlafen, aber sobald ich meine Augen schließe, sehe ich die Männer, die in London unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen sind. Meine Angst und Scham lassen mich immer und immer wieder die gleichen Bilder sehen. Sie sind nur meinetwegen tot. Okay. Jetzt rausgebrochen oder was? Bereich. Magerraum. Oh Mann. Lass mich doch in Ruhe. Glas. Ein leerer Glasbehälter. Okay. Futuri Amplicanbus, was auch immer das ist. Ausgezeichneter Zustand. Ja, das wird, glaube ich, schwierig. So, wo möchte ich jetzt hin? Weiß ich nicht. Küche. Thank you.
da lang. Zisterneneingang, okay. Ein sehr schlechter Zustand. Das Tor, durch das du diesen Bereich verlassen kannst, ist durch ein altes Schloss abgeriegelt. It's too dangerous. I'm telling Gabriel. I doubt that very much. Ja, das kleine Mädchen eingefangen letztendlich. Der Daniel. Und von Gabriel habe ich auch schon gehört. Ich habe ja die Kurzgeschichten gelesen. Find her! Finde sie. An Seite von dem Tor jetzt, okay. Lässt sich nicht bewegen. Auf der Suche auf jeden Fall. Die Trommeln sind immer noch im Gang. Okay. Hier geht's nicht weiter. He should have known better. Die Sache mit dem brennenden Haus. Immer gut. Oh. Ach du Schande, hier ist eine Leiche. August 1839. I feel like I have fled the world and all its worries.
Brennenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well-versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Daniels Tagebuch Brennenburg Teil 2 von 3. 3. August 1839. Ich fühle mich, als würde ich vor der Welt und allen Sorgen davonlaufen. Brennenburg ist ein majestätisches, auf einem bewaldeten Hügel errichtetes Schloss, dessen Türme bis über die höchsten Baumwipfel hinausragen. Die gewundene Straße zu den Schlosstoren erweckt den Eindruck, als entdeckte man etwas längst Vergessenes. Es ist wie eine Reise mit Marco Polo zum versteckten Xanadu. Baron Alexander ist ein seltsamer, aber gnädiger Mensch. Er scheint sehr welterfahren zu sein und ist nicht im geringsten exzentrisch, wie ich es zuerst annahm. Mein Zimmer ist ausgezeichnet und kein Hotel im Umkreis von Meilen ähnelt dem auch nur annähernd. Wenn die Sonne auf Brennenburg untergeht, hüllt sich sein märchenhaftes Äußeres in unheimliche Finsternis. Alexanders merkwürdige Bedienstete sind nie weit weg. Es sind recht viele, und es kommt mir so vor, als würden sie ständig durch das Schloss schleichen. Alexander scheint durch meine Anwesenheit erfreut. Er hat mir zu verstehen gegeben, dass ich genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen bin. Okay. Aha. Dann gehe ich erstmal da lang. Ich glaube, ich gehe gerade im Kreis, ja. War ich am Anfang schon mal. Küche. Nun gut, nun gut. Ich finde das irgendwie voll heftig, dass der Daniel da mitgemacht hat. Diese ganzen Leute da irgendwie einzufangen und zu quälen und sowas.
war die Küche. 4th of August, 1839. The nightmares woke me in the early morning, and for a moment I forgot where I was. Shortly after, there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. I said I didn't care about its powers and that I should throw it away. Alexander advised against this, as I'd still be a part of the path to the orb and eventually suffer death. Having the orb, I would at least have the chance to fight back when the time came. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me, and he answered that things can be done, but at a price. Daniels Tagebuch Brennenburg, dritter Teil, 4. August 1839. Albträume haben mich am frühen Morgen aufgeweckt und ich wusste zunächst nicht, wo ich war. Kurz darauf klopfte es an der Tür. Alexander hatte meine Schreie gehört und fragte mich, ob ich ihm im Wohnzimmer Gesellschaft leisten möchte. Wir tranken Tee und Alexander begann mir zu erzählen, was er wusste. Es scheint, dass die Kugel, die ich fand, eine lange, dunkle Vergangenheit hat. Es ist nicht nur ein mächtiger, sondern vor allem ein gefährlicher Gegenstand. Durch eine einfache Berührung werden seine Kräfte zum Leben erweckt. Und wenn man zu schwach ist, es zu kontrollieren, wird es einen vernichten. Schwerfällig verfolgt der Schatten den Besitzer der Kugel und tötet alles und jeden, der ihm beim Versuch, die Kugel zurückzugewinnen, im Weg ist. Ich sagte, die Macht der Kugel sei mir egal und dass ich sie wegwerfen sollte. Alexander riet mir davon ab, weil ich noch immer eine Spur zur Kugel sei und daher getötet werden könnte. Mit der Kugel in meinem Besitz hätte ich zumindest eine Chance, mich zu verteidigen, wenn die Zeit käme. Ich fragte Alexander, was er damit meinte, dass er mich beschützen könnte. Er antwortete, es gäbe eine Möglichkeit. Allerdings zu einem hohen Preis. Okay. Jetzt sind wir noch da. Rote Tiere. Ganz viele Schweine schon wieder. Jetzt haben wir da. Rote Ratten. Was ist das? Oh, eine Säure. Oh, warte mal. Haha.
Damit kann ich doch jetzt das eine Schloss kaputt machen, nehme ich mal an. Ich habe nur keine Ahnung, wo diese Tür war. Also ich muss wieder ganz viel suchen. Ich glaube, es war auf dem Weg zum Lagerraum. Also gehe ich erstmal den Schildern hinterher, wo Lagerraum steht. Irgendwo hier war die Tür, glaube ich. Ach, da haben wir es. Ah. Die dunklen Türme Brennenburgs ragten über die Baumwipfel hinaus und ihre Umrisse zeichneten sich im schneeweißen Mondlicht ab. Aus irgendeinem Grund war er traurig. So you used the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Okay. Hier ist irgendwie die Zisterne. Und die Blütenblätter führen mich hier hin. Geölt. Ja, ich habe ja Öl. Aber ich denke mal, ich kann das nicht benutzen. Okay. Mm-hmm.
Abfluss. Aha, und hier ist so viel Wasser, nehme ich mal an. Und was haben wir da oben? Sie rührt sich nicht. Ja. Die Frage ist nur, wie mache ich das weg? Nun, wir sehen uns gleich. Viele Monate später. Ich weiß nicht, wie ich das brauche. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Steuerraum. Repariere die Maschine, die die Ostbrücke antreibt. Okay. Hier haben wir den Steuerraum. Und was haben wir da hinten? Zisterne. Ja, das ist wahrscheinlich, wie wir das Wasser da unten wegkriegen. Die wunderschöne wilde Orchidee schien wie ein Beweis für die Stärke der Natur, die in Brennburg wachsen konnte. Leider waren es Alexanders Studien und seine Pflege, die die Blumen zum Blühen brachten. Did we find this place? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we planned. Sein Freund ist tot. Ich würde sagen, das ist wohl korrekt.
Totenkopf drauf. Ew. Oh je, ich schnuppere ein Rätsel. Dieses Gequetsche geht mir langsam ein bisschen auf den Keks. Maschine, 13. Januar 1799. Okay. Die Arbeit und das Wissen, die ich in diese Maschine steckte, werden von keinem Mann der Welt übertroffen. Ganze Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren, den ich beim Holzgerüst gefunden habe. Die Grenzen dieser Welt haben meine Arbeit unglaublich erschwert und mich gezwungen, dieses Ding fast 100-mal größer zu bauen als den empfindlichen Apparat, den es nachahmen sollte. Ganz zu schweigen von dem Strom des gezähmten Blitzes, ersetzt durch unter Druck gesetzten Dampf, der sich durch Rohre und Turbinen drückt. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, was wohl der Erfinder von meinem Monstrum gedacht hätte. Wo er mit einem Vergrößerungsglas arbeitet, um alle Teile sorgsam aneinander zu fügen, brauche ich 5 Männer, um einen Turm aus zusammengezimmerten Eisen zu errichten und kann nur hoffen, dass es auch nur annähernd die Kraft einer Taschenuhr hat. Taschenuhr? Okay. Mini Kurbel. Ach du Schande, was ist das denn? Thank you.
Okay. Ich würde sagen, wie es weitergeht. Das seht ihr erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.